Toni verdient, wie gesagt, heute der schnellste Rennen mit 1:16:09 offiziell. Es geht hier natürlich auch darum, sich in Position zu bringen, für die Höhepunkte in diesem Jahr, was immer die auch für die einzelnen Athleten dann sein werden. Schauen wir auf die 200 Meter, der Durchgang bei 25. Wie im B-Lauf eigentlich. Und mal schauen, ob wir das dann aufrechterhalten können. So, wir gehen wieder rein und wir feuern den Läufer hier an. Mit der 570, einen Ajuri aus Luxemburg. Dahinter mit der 263, Konrad Mittelberger. 51, 52 Sekunden etwa. Der Durchgang. Und jetzt kommt Konrad Wiedenberger, der Leipziger im Vollkradierer Fachmann. Ja, aber der Luxemburger hält noch dagegen. Die beiden kommen. Die machen ja selber für sich aus. Ja, Juli oder Wiedenberger. Und wird dann eben, vielleicht sogar Wiedenberger, man weiß es nicht. 1,1985, also wieder unter 1,20. Genau wie im B-Lauf, ganz eng beieinander, jetzt hier in Zeiten vom B- und C-Lauf.